Hallo. Hallo. Willkommen, Freunde. Hi. Geht schon los? Ja, yeah. Wir dachten mal, wir machen ein kleines Video aus der Reihe. Und zwar, wir sind jetzt in die Halle gezogen und ich hatte ja letztens in dem Stream auch erzählt, dass wir auch gar nicht mehr zusammen wohnen. Nee, tschüss. Da gab es viele Fragen zu, ob wir uns jetzt hassen oder nicht. Und ja. Deswegen habe ich einfach... Mann, Junge. Deswegen habe ich jetzt einfach mal euch auf Instagram gefragt, ob ihr uns einfach mal eure liebsten Memories aus der Wohnung schreiben wollt. Dann reden wir da mal ein bisschen drüber. So über Projekte, die wir da gemacht haben, was da alles so passiert ist. Und das erste Gerücht jetzt mal so ein bisschen zu canceln. Wir hassen uns komplett. Sieht man ja. Deswegen arbeiten wir ja auch noch so viel zusammen. So. Okay, ich habe ein paar Fragen gescreenshottet. Du hast keine Ahnung, ne? Nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich antworte einfach nur. Ja, das ist schön. Ich fange mal an mit Jan S. Was ist mit dem 3D-Drucker? Der 3D-Drucker? Der ist wieder auseinander. Für was haben wir den nochmal auseinandergebaut? Wir haben den irgendwie reused gehabt für irgendwas. Skatepark? Nee, für den anderen 3D-Drucker. Nein, für die Drohne. Für die Drohne, stimmt. Ich kann dir sagen, wo er ist. Das ist vom 3D-Drucker übergeblieben. Ja, nee, also den 3D-Drucker haben wir nicht mehr fertig gebaut, Mann. Der ist einfach kaputt gewesen und hat nicht funktioniert. Und ehrlicherweise haben wir dann einfach das Ding aufgegeben. Satch Hamden fragt, das stressigste Projekt. Das stressigste Projekt. Vom Stressfaktor her und von eigenen Ansprüchen her, auf jeden Fall Safe Call Among Us. Among Us war krass. Aber ich überlege gerade, war es wirklich so das stressigste? Ja, also vom reinen Stressfaktor und Aufwandsfaktor? Nee, für mich war es was anderes. Künstliche Intelligenz. Für mich war es Künstliche Intelligenz. Ja. Boah! Aber so. Ich glaube, für den allgemeinen normalen Projektablauf wäre es von meiner Seite aus mit Among Us. Also für mich war es definitiv Künstliche Intelligenz, wenn man jetzt mein Next Level aus der Gleichung rausnimmt. Ja. Aber das war ja nicht nur in der Wohnung so. Aber was nur in der Wohnung stattgefunden hat, Among Us ist für mich definitiv Platz 2. Aber Alter, diese künstliche Intelligenz, die hat mich komplett auseinandergenommen. Weil das war wirklich so, da saß ich dann nachts da und hab mir irgendwelche Uni-Vorlesungen reingezogen. Das war krass. Boah, Strom war aber auch heftig. Strom war, ja stimmt. Strom war ja auch heftig. Weil ich habe ja auch einfach 72 Stunden mit dir durchgemacht quasi. Also ich bin ja nach dir schlafen gegangen und vor mir aufgestanden, ja. Damit ich die ganze betreuen kann. Oh Mann, Alter. Allgemein, diese WG, ne, war halt gegen Ende einfach, deswegen mussten wir auch in so eine Halle, war einfach nur noch ein Produktionsding. Also da stand überall in jeder Ecke irgendwas, was wir gebaut haben rum, überall waren Baumaterialien, alles stand voller Equipment und wir hatten einfach für nichts mehr Platz und wir haben halt auch noch da gewohnt. Wir haben eigentlich wirklich in so einem Müllberg gewohnt, ja, am Ende. Beziehungsweise halt einfach bei der Arbeit gewohnt. Ja, ja, in der Arbeit gewohnt so. Und das ist halt das Geile, jetzt haben wir einen Spot, wo wir das alles machen können, ohne dass wir unsere Wohnung die ganze Zeit verunstalten. Valentin fragt, was ist der größte Schaden, den wir hinterlassen haben? Also ich wohne ja noch da. Wir renovieren die jetzt auch einmal nochmal komplett. I guess, wir haben halt überall Löcher reingebohrt, weil wir echt viel Sachen so umgebaut haben, auch gerade die Werkstatt unten. Aber ich glaube so, wenn man von Schaden sprechen möchte, ich glaube, bei dem 72-Stunden-Stromding hier ist ja mal dieser kleine Motor bzw. Generator zwischen zwei Fahrradreifen gekommen und dann halt übel in die Decke reingefetzt und hat so ein Loch. Hatte so ein Loch. Hatte so ein Loch in die Decke reingeschallert. Da bin ich auch immer noch sehr froh drum, dass es nicht gegen meinen Kopf geflogen ist, Alter. Allgemein nicht irgendwen von uns getroffen hat. Das wäre echt übel gewesen, weil Alter, das war so ein schnelles Geschoss. Alright. Tobias fragt, welche Projekte habt ihr nicht umgesetzt, weil es in allen Wohnungen nicht ging? Achterbahn, ja, auf jeden Hausfluss. Fall. Hausfluss war ja auch eigentlich nur Notlösung bei meinen Eltern, ne? Das hätten wir eigentlich ja zum Beispiel auch hier in der Halle einfach bauen können. Aber das haben wir ja trotzdem gemacht. Boah, einige Sachen fallen mir jetzt aber nicht auf den... Wir hatten auch ganz viel so, ich weiß jetzt auch gerade nichts Spezielles, aber wir hatten ganz viel auch so technischen Kram, wo wir meinten, wir bräuchten aber mehr Platz, um es einfach irgendwie aufzubauen. Wie heißt denn der Kram? Ist jetzt nicht technisch, aber der Sand, wo man reinsinkt. Ach so, ja, wir wollten das mal... Das können wir jetzt machen, weil wir können nicht mit dem Kran wieder rausziehen. wir wollten mal selber Treibsand herstellen und testen, wie tief man da reinsinkt. Das geht.
Das geht und das wollten wir auch mal machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal machen sollen. Dann waren auch nur so Geschichten wie, keine Ahnung, wir wollten ein eigenes Auto 3D drucken. Das war dann halt auch irgendwie so eine Geschichte. Also für mich ist halt Nummer 1 Ding die Achterbahn und so Geschichten. Und vor allem alles, was mit Next Level zu tun hat. Und klar, jetzt gerade bauen wir erstmal nur so die Halle um in den aktuellen Videos. Zum Beispiel jetzt auch hier diesen Raum. Aber jetzt bald können wir auch endlich mal die Fläche nutzen und hier krasse Sachen machen. Wir müssen halt auch erstmal irgendwie umziehen. Aber das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen. Es sind auch einige Projekte schiefgegangen in der Wohnung, ne? Dieser Lego-E-Scooter, den wir nie gemacht haben. Einen Tag nicht riechen, wo ich nach 20 Minuten einfach kapituliert habe. Weil ich hatte weil wir noch 20 Minuten Footage hatten. Ja, das habe ich komplett vergessen. Ich hatte hier so eine Nasenklammer, die hat wirklich komplett alles zugedrückt. Ich konnte nicht mehr riechen, aber das tat so weh nach 20 Minuten, dass ich übel geweint habe. Ich hatte richtig Tränen. Aber auch bei Rakete damals haben wir ja schon gemerkt, oh shit. Ja, auch bei der Rakete damals. By the way, nach der Rakete haben super, super viele Leute gefragt, auch die Medi zum Beispiel, die halt einfach so, wie wir die Rakete gebaut haben, am Balkon getestet haben. 5 Bar. Hm, wirklich? Ja. 6 Bar. Boah, so weit waren wir noch nie. Ey, sowas ist halt auch übel geil. Ich habe auch mega Bock auf sowas wie Haushofsrakete, so kleine Miniserien, mal wieder zu machen. Also so zum Beispiel die Achterbahn oder so. Ja, irgendwie, das sind auch so kleine, coole Physiksachen, finde ich. Voll. Die man aber eigentlich größer aufziehen kann, wenn man den Platz dafür hat. Voll. So. Hier hätten wir eine mehrstufige Wasserrakete bauen können. Erstens das, oder wir hätten uns einfach fette Rohre kaufen können. Ey, das war geil. Allgemein war, die WG war allgemein super, super geil. Also, es ist wie gesagt so, der Hauptgrund, warum wir einfach nicht mehr zusammen wohnen, ist, wir brauchten mehr Platz und wir wollten dann mal endlich so unseren ganzen Projektekram von unserem privaten Kram einfach mal trennen. So. Aber ich finde, es tut auch irgendwie gut. Also, das tut voll krass, gut. Ich bin auch viel produktiver hier, als ich zu Hause war, weil ich bin nicht so abgelenkt. Und, kann man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, zwischen uns ist auch wieder deutlich weniger angespannt einfach. Ja, das ist einfach, also man hat schon irgendwann gemerkt, so, das ist aber ganz normal. Ey, wir hängen halt seit 5 Jahren 24/7 aufeinander. Richtig. So, also das ist halt, ne? Wir haben uns nie wirklich gestritten. Nee, nie. Aber wir haben uns schon manchmal angezankt. Ja. Und zum Schluss war es aber so, dass man schon so ein bisschen so, oh, manchmal schneller genervt war, würde ich sagen. Richtig, auf jeden Fall. Jetzt kommt man hierher und hat einfach übel Bock. Übel, ja. Die Atmosphäre ist einfach nicht mehr so tensed. Mit dem Streit war übrigens eine Frage von Anton the First. Hugo fragt, was ist aus all den Projekten geworden, zum Beispiel, wo habt ihr die Bowlingbahn hin? Sehr gute Frage. Ich kann dir zeigen, wo die Bowlingbahn ist. Eine Sekunde. Ein Teil der Bowlingbahn sehen Sie hier. Also wir haben die ja tatsächlich danach so auseinandergebaut, dass man halt die ganze Pappe noch reusen kann. Also wir haben auch noch echt damn viel Pappe davon. Bei unseren Baumaterialien. Ja, wir haben noch diese ganzen, es waren ja so große Bögen und deswegen haben wir bei der Bowlingbahn auch darauf geachtet, dass die möglichst plan liegen und wir nicht irgendwie alles mit Heißkleber und sonst voll was machen. Also wir achten da schon sehr drauf, auch zum Beispiel so unser ganzes altes Büro, wo diese Bäume waren und so, da haben wir alles Holz wieder abgebaut. Und die ganze Kunstrasen. Genau, wir nutzen halt die meisten Materialien einfach mal doppelt und dreifach. Bei manchen Sachen geht es halt einfach nicht. Also so zum Beispiel dieses Boot aus Pappe, da war die Pappe halt Schrott danach. Also wir bemühen uns halt alles so weit zu recyceln, wie es geht. So, zum Beispiel diese grünen Fächer aus unserem alten Office sind jetzt diese Schaltpanel. Ja, das ist genau das Holz. Richtig, genau. Next one. Wird es mal wieder Wissenschaftsvideos geben? Zum Beispiel Weltraum oder anderes, was wir früher in der Wohnung gemacht haben. Ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Nicht in dem komplett alten Stil. Ich hätte aber tierisch Bock, mal so eine Mini-Doku zu machen, jetzt wo man hier auch Platz hat, mit irgendwie Visual Effects was zu erklären und zu zeigen. Vor allem nicht zum Thema Weltraum unbedingt. Vielleicht auch, Weltraum ist schon sehr geil. Aber ich stelle mir gerade so einfach so einen Shot vor, ich stehe hier so in der Halle und dann tauchen neben mir so Planeten und sowas auf oder sowas. Weißt du, so in dem Style. Ah, da hätte ich schon mega Bock drauf. Ja, okay. Oder halt so zu anderen Themen, wie zum Beispiel Thema Virtual Reality, Metaverse, so Ready Player. Wie realistisch ist Ready Player One? Zum Beispiel diese Frage als Video aufgeschlüsselt in diesem Doku-Science-Style mit ganz viel Animation. Das wäre ein Videoprojekt, da hätte ich tierisch Bock drauf. Ja. Vor allem, weil es auch ein Thema ist, wo wir uns sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigen. Ich. Aber das fände ich zum Beispiel so cool. Ist cool, aber man kann auch mal gucken, also je nachdem, wir wollen ja auch, sag ich mal, den zweiten Kanal hier so ein bisschen weiterentwickeln noch. Genau. Was da noch alles geht. So. Richtig. Wir hatten ja auch schon mal die Idee, nicht nur Videos aus dem Stream zu nehmen, sondern auch sowas wie hier jetzt. Richtig, mal so extra Sachen zu machen. So extra Sachen zu machen, weil jetzt hat man den Platz, die Zeit, wenn alles klappt.
Was glaubst du, war die meistgestellte, das meistgefragte Projekt neben Among Us? Ich hätte jetzt Apps gesagt. Der Knossi-Mart. Der steht bei Jens in der Garage. Hat er mir beim Ankamp noch ein Bild gezeigt. Ecke einfach in der Garage. Das war auch voll das Highlight, wo Jens seinen Knossi-Mart in die Abgabe. Wo ist denn das? Hier, Alter, einfach den eigenen Knossi-Mart. Das war aber auch witzig. Das war mega witzig. Wir sind noch losgefahren und haben den alten PC und den alten Monitor über Ebay geholt. Ja, ja, stimmt. Weil wir halt keinen Bock hatten, irgendwie neue Sachen dafür zu kaufen und wir wollten so ein 4:3 Bild haben. Ja, 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 und voll, so. Stimmt. Das war auch super, das super witzig. Das war super, super geil. Allgemein, wenn man jetzt einfach mal hier so durchscrollt, ey, super nostalgisch, was alles in dieser Wohnung passiert ist. Es hat angefangen noch mit diesen Science-Videos. Haben wir überhaupt eins von diesen Oldschool-Dingern noch in der Wohnung gemacht? Nee, haben wir nicht. Nein, wir sind mit umgezogen. Ja, stimmt, wir sind umgezogen. Das erste Video, was wir in der Wohnung gemacht haben, war dieser Unge Beefy Deepfake. Genau. Alter, stimmt. Wir haben über so dokumäßige Sachen nachgedacht und dann meinte Simon so, ja, mach doch direkt eine Reportage oder sowas. Und dann meinten wir so, ja, nee, wir sind so viel noch in dem Wissenschaftsding und dies und das und der alte Stil. Und Simon meinte dann einfach nur, ja, mach doch einfach mal. Und dann haben wir einfach angefangen. Alter, das war auch eine Aktion, Alter. Ey, sowas würde ich auch mal gerne wieder machen. Das ist auch geil gewesen. Das war sehr, sehr krass, aber es hat übel Spaß gemacht. Auch dieses VR-Ding mit meinem Auge. Da sind echt krass passierte Sachen passiert. Diese App, die einfach dann Platz 1 im App Store war für 3 Wochen oder so. Dieses Face-ID-Ding. Was ist noch passiert? Die Rakete, die zweite App, dieser Baum, Infrarot. Dieses Kartenhaus, Strom, Stille. Der Knossi Mart. das war fucking da stupid. Da weiß ich auch noch, wie die Idee zu dir kam. Diese Platten hier, die haben wir immer noch hier stehen als Baumaterial. Alter, wir haben so viel Stuff in dieser Wohnung gemacht. Alles wird geil. So, was haben wir noch? Wie ist dazu gekommen, dass wir da zu dritt gewohnt haben? Haben wir jemals erzählt, wie es auch dazu kam, dass wir da mit Simon? Ja, überhaupt. Haben wir das weiß jemals erzählt? Ich nicht. Also, es war halt einfach, es war eine mega spontane Aktion. Pasi und ich haben vorher schon zusammen gewohnt in Köln, aber ein bisschen woanders. Ein bisschen außerhalb, ja. Genau, ein bisschen außerhalb. Ich kannte Simon schon länger und dann, als wir dann in Köln gewohnt haben, habe ich sowieso viel mit Simon gemacht. Und Simon war auch so, oh, ich möchte gerne umziehen und so. Und dann kam irgendwann auch so eine Schnapsidee, hey, lol, lass doch einfach zu dritt eine WG machen. Ja. Dann haben wir uns irgendwie hingesetzt Nachmittag, ich glaube Dienstag oder sowas, ja, war das. Ja, kam irgendwie vorbei, genau. Und dann haben wir auf ImmoScout halt so nach einer Wohnung geguckt, haben dann die gefunden. Und dann direkt Donnerstag Besichtigungstermin, ja. Und am Besichtigungstermin, zack, Unterschrift runter, fertig. Ey, das ist so selten in Köln, dass das passiert. Ja. Und so kam es dazu. Also wir waren halt vorher schon so Freunde und dann dachten wir einfach, er wäre doch witzig zusammenzuziehen. Ich würde ziemlich confident sagen, dass wir ohne Simon niemals auf diese Idee mit dieser Doku gekommen wären, mit diesem neuen Doku-Style und Selbstexperimente-Style. Der wäre, glaube ich, niemals entstanden, wären wir nicht mit Simon zusammengezogen. Also das ist halt super geil. Deswegen, wenn man sich so einen neuen Input von außen holt, kommen immer ganz, ganz neue Ideen auf einmal, was halt mega, mega geil ist. Dann ist der Simon vor einem Jahr ungefähr. Ja, Simon war knapp ein Jahr, ne? Ja, vor einem Jahr ausgezogen, weil er einfach auch mehr Platz selber brauchte. Genau. Und dann waren wir beide jetzt noch da drin. Und jetzt bin ich als einziger übergeblieben. Ja. Ja, das waren jetzt alle Questions. Das war vor der Nostalgie-Trip. Ich weiß auch noch, wo wir unten die Werkstatt so ein bisschen ausgeräumt haben und immer so alte Sachen gefunden haben. Ja. Ey, das war voll der Nostalgie-Trip. Ne? Ja, Mann. Ey, es ist sau cool, aber auch zu sehen, dass ihr auch so die Erinnerung mit uns zusammen habt. Und ich freue mich einfach mega drauf, was wir hier alles noch in der Halle machen werden. An der Stelle, Leute, schaut euch das neue Video an. Und schreibt auch wirklich, wirklich, wirklich mal sehr gerne nicht nur so Experimente-Ideen, sage ich jetzt mal, doof gesagt, sondern auch mal so für einen Zweitkanal oder sowas, Sachen, einfach mal alles rein, was worauf so ihr Bock habt. Wir haben halt hier super viel Platz und schreibt auch gerne eure Lieblingserinnerungen mal in die Kommentare. Richtig.